Wir haben heute ein Thema vorbereitet, habe ich gerade spontan entschieden. Yo, Bros, willkommen zu einer Runde Hide and Seek und mit dabei ist natürlich der China. Ja, hallo Leute und das ist natürlich fast schon obligatorisch und ich habe ja schon mal ein Hide and Seek Video aufgenommen und jetzt ist es wieder Hide and Seek, dieses Mal zu zweit. Ja, wir spielen auf Villa. Ich nehme einfach mal den Blumentopf, weil er der kleinste ist und ich glaube Villa ist die mit dem Balkon, wo man diesen Balkon... Ja, voll. Ja, das wäre eine lustige Runde. Gut. In der letzten Runde habe ich ja so eine YOLO-Runde gemacht. Da bin ich ja einfach die ganze Zeit rumgerannt und habe die Seeker geschlagen. Das war voll witzig. Ja. Gut, und wir haben heute ein Thema vorbereitet, habe ich gerade spontan entschieden. Und zwar, ihr hört den China husten, mir geht's auch nicht blendend. Ich habe mich nämlich... ich habe mich erkältet, denn wir haben heute Sport... Oh. Ah. Wir hatten heute Sportunterricht und da haben wir für einen Triathlon geübt und dann sind wir die Laufstrecke abgelaufen. Und ja, wir haben ein bisschen kalte Luft, darum bin ich ein bisschen erkältet. Gut, und wir reden heute ein bisschen grundsätzlich über das Thema Sport und ich fange direkt mal an, du kannst danach auch mal irgendwie was darüber erzählen. Und zwar fange ich erstmal an, was ich für eine Sportart mache. Ich bin im Geräteturnen. Es sagen viele, dass Geräteturnen ein schwuler Sport ist, aber ja, halt die Fresse ist. Er ist nämlich genau einer von denen. Ist aber, ja nur Spaß. Ja, auf jeden Fall versucht, das Geräteturnen mal nachzumachen. Es ist verdammt anstrengend. Vor allem, wenn ihr neu seid, und ihr habt auch einen extremen Vorteil im Sportunterricht, sage ich jetzt einfach warte, mal. Warte, sorry, dass ich unterbreche, aber ja. Diese Seeker sind total scheiße. Wieso ist... So, komm. Ja. Jetzt. Er ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, ob dieser Blumentopf dort unten ein Hacker ist oder so, aber ich glaube, der hat ihn gerade einfach voll getötet. Ja, ich weiß, so. die haben auch ein... bist du übrigens hier auf ganz anderer ja, Kante? Ja, das bin ich. Aha. Gut, auf jeden Fall. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich vorhin Inge, war. Irgendwas mit dem Geräteturnen, ach, Inge, genau. Wenn man anfängt. Ja, ihr habt, so. Nein, ihr habt auch einen extremen Vorteil grundsätzlich im Sportunterricht, aber das meine ich jetzt gar nicht, denn ich glaube, es kommt einer hoch. Ja, ich weiß. Nein. Der wurde gerade wieder gekillt. Auf jeden Fall, wollte ich einfach mal ansprechen. Es gibt Leute, die nicht wirklich viel Sport machen. Und ich will jetzt nicht drüber lästern oder wir wollen nicht drüber lästern. Aber ohne Scheiß, wenn ihr... Ja, der hat Hex. Ja, voll eben. Aber wenn ihr solche Leute seid, die nicht wirklich viel Sport machen, macht Sport. Es hilft euch wirklich. Und... es gibt natürlich, es kann auch natürlich sein, dass ihr Leute seid, die können einfach keinen Sport machen, weil ihr irgendeine Krankheit habt. Aber trotzdem macht Sport, es geht euch nachher gesundheitlich besser. Es geht euch mental auch besser. Das ist wirklich so, dass ihr euch dann besser fühlt. Es kommt einer hoch. Ja, weiß. Alter. Fühlt euch mental besser und so Zeug, das ist wirklich wichtig. Und ja, darum macht Sport. Kommt auf deine Seite. Oh, es laggt bei mir. Ah, ich habe ihn runtergeworfen. Aber der kommt wieder hoch. Ich komme auf deine Seite. Ach nee, ich kann mich eigentlich auf... Hier, so. Ihr fühlt euch mental besser, wenn ihr irgendwie sowas gemacht habt, trainiert, was auch immer. Ihr fühlt euch einfach besser, ich sag's mal so. Und... So, ein bisschen was eingestellt hier. Und das ist einfach, das wollte ich euch jetzt mal so sagen. Und jetzt überlasse ich dir nochmal das Wort. Du kannst ja, jetzt auch nochmal was dazu sagen. Ist ja gar auch, was ich mache. Also ich spiele Fußball und das schon seit 10 Jahren.
Ja, ja, bei mir ist es auch schon nicht, ich bin auch schon seit 10 Jahren im Geräteturm. Und ja, ich bin halt ein fußballverliebter Mensch, das ist einfach so. Und ich sage auch, Sport ist sehr wichtig im Leben. Denn eben, wie er es schon gesagt hat, ihr bleibt fit, euch geht es halt eben besser. Also es kann euch besser gehen, kommt drauf an, wenn euch der Sport ja nicht Spaß macht, gibt es euch nicht. Nicht das ist auch wichtig, besser. Ihr müsst den richtigen Sport wählen. Es kommt wieder einer. Alter, dieser Mist. Nein, ich bin gestorben. Scheiße. Scheiße, ich bin gerade am Flüchten. Das ist der Hacker. Ja. Das ist einfach was meine Meinung zu Sport ist. Und ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Was ich noch dazu sagen wollte, es gibt halt auch wirklich viele Leute, die nicht Sport machen können. Ohne Witz, wenn ihr so jemanden, wir haben zum Beispiel so jemanden in der Klasse, der kann wirklich einfach keinen Sport machen. Und der tut mir persönlich jetzt wirklich leid, weil der hat irgendwie Krankheit an den mit den Gelenken. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, und der wirklich, er macht keinen Sport. Ich finde das nicht schlimm, wenn ein Mensch kein... Nein! Ja, ich hab gewonnen. Mann. Und ich habe hier gerade zwei vor mir, die wollte ich noch töten. Das bist bei mir, das bist du, schau, ich bin hinter dir. Ja, auf jeden Fall, wir haben so jemanden in der Klasse, wenn er keinen Sport, und er kann keinen Sport machen, er hat irgendwie eine Gelenkkrankheit, komm direkt 3-1 drüber, 6 oder so war das. Ja. Yeah. Gut. Er kann keinen Sport machen, weil er eine Gelenkkrankheit hat, und er tut mir deswegen auch leid, das ist wirklich nicht schön, aber wirklich... Wenn ihr so jemand seid, der keinen Sport machen kann, diese Person, ich spreche dir wirklich aus dem Herzen, also ich spreche eigentlich uns und unseren Mitschülern aus dem Herzen, weil diese Person geht vielleicht einmal in der Woche duschen und benutzt einmal in der Woche Deo. Und das ist wirklich schlimm, diese Person stinkt extrem. Und Alter, ich habe nicht gewotet, also... Ja, ich weiß, ich bin eine fette Jukebox, Alter. Bin Holz. Bist du das? Ja. Ja. Und wirklich, wenn ihr so eine Person seid, duscht öfter und wirklich benutzt Deo. Das ist extrem. Ich, ohne Witz, ich lüge euch jetzt nicht an. Das würde ich nie machen. Ich habe letzte Woche habe ich in einer Stunde in der Schule musste ich neben ihm sitzen. Und ich wirklich, er ist als der typische Nerd, der Nicht-Sportler, kennt sich mit Fantasy-Zeug aus, schreibt selbst Bücher und so. Also das Typische, was man halt so den Nerds hinterherruft. Aber das soll jetzt keine allgemeine Beleidigung sein. Ja, das soll keine allgemeine, ja, das soll keine Beleidigung sein. Auf jeden Fall, ich habe nicht neben dem gesessen, saß irgendwie einen Meter von mir weg und mir wurde schlecht. Das ist ungelogen, das ist wirklich schlimm. Und ja, das wollte ich persönlich einfach mal über Sport sagen. Und ich denke, China ist da auch gleicher Meinung mit mir, weil er ist ja mit mir in einer Klasse, er kennt diesen Gestank. Ja. Ja, und dann kommt halt noch dazu, wenn ihr keinen Sport macht, seid ihr nicht gerade die Durchtrainiertesten und seid dadurch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anfälliger auf Schweiß und darum auch ein bisschen anfälliger auf Körpergeruch und... Das ist vielleicht nicht so cool für eure Mitschüler dann. Also, ja. Ich habe noch ein Thema außer Sport, was ich noch ansprechen wollte. Denn ich und Ninman haben vor, einen Twitter-Account zu machen. Genau. Und ja, wir wissen noch nicht, wann das Video jetzt hochkommt, aber vielleicht haben wir den Twitter-Account... Mittwoch. Mittwoch? Entschuldigung, Samstag. Heute ist ja Donnerstag. Ich habe gedacht, wir hätten Dienstag. Das kann sein, dass wir den Twitter-Account schon erstellt haben, dann werden wir ihn halt verlinken. Ja. Da könnt ihr uns folgen. Ja, genau. Gut, ich versuche hier schon mal ein paar Leute hoch auf den Balkon zu locken, um sie nachher übel gemein runterzuwerfen. Da unten kommen, die kommen aber immer in Zweierteams. Scheiße, ich verstecke mich mal. Das ist kacke. Okay, deiner kommt schon. Ah doch nicht, nein, der geht weg. Die gehen alle nicht hoch.
Jetzt gab's nochmals. Ah ja, genau. Wie gesagt, wir haben heute für diesen Triathlon geübt. Und es gibt wirklich Leute, die können sich anstrengen, wie sie wollen. Es funktioniert einfach nicht. Aber meistens sind die dann so demotiviert, dass sie es nicht mal versuchen. Und danach ist es gelaufen. Wirklich, Leute, das darf nicht passieren. Ihr dürft nicht so demotiviert dastehen. Ich kann praktisch sagen, es tötet euch fast. Weil es ist einfach, wie gesagt, es ist ungesund. Kein Sport zu machen ist wirklich ungesund. Dann hochkommen. Einer kommt. Es ist wirklich ungesund, wenn ihr keinen Sport macht, und darum lege ich euch das. Er kommt. Ja, ich weiß. Ja, er ist unten. Alter, ich wechsle die Seite. Ja. Und ja, darum wirklich. Kommt noch einer? Nein. Oh fuck, da ist noch einer. Oh. Boah, shit. Ja, er ist an uns vorbeigesprungen. So ein. Scheiße, gegen ihn hätte ich keine Chance gehabt. Der hätte mich so angesprungen und an die Wand geklatscht. Ja, auf jeden Fall, das war es eigentlich so grundsätzlich, was wir euch sagen wollten. Ja, dann noch ein Thema. Das geht jetzt aber ein bisschen schneller. Das werdet ihr in einem Video noch sehen. Das Video kommt wahrscheinlich, also dieses kommt ja am Samstag. Das nächste, was ich meine, kommt höchstwahrscheinlich am Mittwoch. Da werden wir uns dann auch noch ein Thema aussuchen. Es kommt einer, Vorsicht. Ja, yeah. What the fuck ist jetzt gerade passiert? So, das warst du. Ja, warte. Komm, sie kommen. What the fuck? Runter. Nein. Oh, bist du auch tot? Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Komm. Oh, shit. Ja, du bist auch tot. Hier, guck mal. Ja, auf jeden Fall. Das Video, was ich meine, besagtes Video, kommt am Donnerstag. Und ja, jetzt haben wir schon verloren. Ja. Yeah. Nicht am Donnerstag, Entschuldigung, am Mittwoch. Und da drin, das erste, da müsst ihr besonders auf das erste, ja, nein, doch das erste Gameplay, bin ich mir da sicher, nein, das zweite Gameplay. Ich bin gerade noch eins höher gegangen, in eine Lobby, genau. Da müsst ihr wirklich auf das zweite Gameplay achten. Denn ich wurde da gekillt von einem Hacker. Er hat mir 4 Bogenschüsse gegeben. 4 Bogenschüsse, alle haben... Er hat wirklich... Es war eine Long Range. Der hat mich eigentlich gar nicht richtig treffen können. Long Range, Block auswählen. Ach ja. Long Range, 4 Blöcke. Ich nehme den Blumentopf. Alle 4 Blöcke, alle 4 Schüsse hat er getroffen. Und er hat... ich bin zickzack gelaufen. Also die Bogenskills. Kann's haben. Das ist möglich, dass er mich so... What the fuck, hier hat einer einen Flyhack gehabt. Map mag ich irgendwie nicht so. Ja, ich auch nicht. Okay, da kommt der Sieger. Von dort dann. Dann gehe ich auf die andere Seite. Nein, ich bin in so einem Restaurant. Nein, er spawnt in der Mitte. So, aber ich habe dort den Namen gesehen. Ja, ich weiß, den siehst du da. Fuck, da kommt man nicht hoch. Ich bin dort, wo dieses Schwein ist. Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Eben 4 Schüsse, 4 Treffer, und mit 4 Schüssen kriegt man kein... Mit 4 Schüssen mit dem Bogen kriegt man keinen Tod. Nicht mal, wenn man dabei springt. 4 Schüsse sind zu wenig. Man braucht mehr. Nicht mal, wenn man halbes Leben hat, oder knapp, wenn man halbes Leben hat, kriegt man vielleicht mit 4 Schüssen jemanden tot. Ich würde sagen, diese letzten Runde, also ich denke, es wird die letzte Runde sein, ja, werden wir ein bisschen Action zeigen und laufen hier nur rum. Ja, wo bist du? Komm mal da hoch, wo das Schwein war. Ach ja, da bin ich gerade vorbeigelaufen. Was bist du für ein Block? Blumentopf, kommst du mir da gerade ein... wo bist du? Ich bin auch im Blumentopf, hier beim Schwein. Bist du jetzt beim Schwein? Ja, ich stehe gerade neben dran. Ja, guck, ich komme, guck, ich bin hier. Ah, ja. Jolia Jacks... Dodge. Wenn E hinter einem G folgt, heißt Dodge. So. Englisch Profi. Ja, klar. Wo bist du? Hinter dir. Ah, da.
Wo, ah, unter uns. Hä, kriegen wir kein Schwert. So, jetzt laufen wir rum. Ja, da vorne. Oh, fuck, da ist ein Seeker. Wollen wir den angreifen? Nein. Zu riskant. Egal, YOLO. Ja, YOLO. Ich muss weg, ich muss weg. Ich auch. Hinter uns? Ich hab keine Ahnung. Ja, er ist irgendwo da hinter uns. Schnell solid werden, bitte. Oh, super, gut, ich bin solid. Eben, das war ein verdammter Hacker und ich habe das auch nochmal vermerkt, also im Video vermerkt, ich habe das da reingeschrieben. Und eben, ich finde das einfach, wenn ihr Hacks benutzt, ihr seid echt armselig. Wenn ja. Ihr... Finde ich auch. Nein, ich habe mich gesehen. Und ich bin runter. Ich habe hier gerade mein Handy vor mir und... Alter, dort wo ich bin, sind überall Sieger. Ja, ich seh's. Und die sind zu dumm, um mich zu sehen. Hier hat gerade jemand auf WhatsApp mir einen Witz geschickt. Und was ist der kleinste Dom der Welt? Das Kondom. Da kann nur einer drin stehen und sogar die Glocken hängen raus. Oder hängen draußen, so steht das da. Verpiss dich. Oh mein Gott. Oh, ich bin gleich tot. Ja, ich seh's. Verpiss dich. Alter. Wie viel? Oh, noch 130 Sekunden. Jetzt noch die richtige Action am Laufen. Ja, und ich sehe da direkt einen, der kommt auf mich zu. Ich renn mal lieber weg. Ja, und versteck mich hier drin. Bist du das? Ja, ich glaub, bin hier in so einem orangen Laden drin. Oh, Vorsicht. Uff, Glück gehabt. So, ich bin jetzt auch solid. Ja, wir machen hier gerade Action. Oh, genau, ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Flachwitz-Video hören wollt oder sowas. Haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen im ersten Video oder sowas. Ja. Was war das? Yeah. Oh, ihr hört, wir sind ein bisschen erkältet. Beziehungsweise Buddy ich. Buddy left your channel. So. Gut, oh, Vorsicht, da ist... Yeah. Weg, nein! Weg, verpiss dich! Oh, fuck das, nein, ich hab das Glas... Nein, oh, ich hab's geschafft, runter! Oh, ich hab zweieinhalb Herzen, ja, Alter. Ja, Mann, ich bin voll ins Glas gelaufen. Ich hab mir noch gedacht, die sehen uns. Ich hab mich versteckt. Ach, Mann... Fuck, noch eine, ja, nein, bin ich tot. Und genau jetzt ist die Runde fertig. Nein. Fuck. Ja, gut, auf jeden Fall, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns dann gleich nochmal, wenn wir endlich geportet werden. Hier, kommt. Übrigens, ein Kollege, der auch YouTube hat mir gerade auf TeamSpeak eine Nachricht geschrieben. Der ist eben gerade in unseren Channel reingekommen. Mit dem werden wir irgendwann auch mal aufnehmen. Gut. Payday haben wir vor, mit dem aufzunehmen. Ja, Payday, gut. Bist du hier? Komm mal in die... Oh. Ah, bist du schon in den Hexe rein? Nein, komm mal in... kann man hier irgendwo... Geh mal auf den Kompass und dann drück auf den Parkour, auf die Leiter. Jo, hab ich. Ah, ich sehe dich nicht. Man sieht die Leute manchmal hier nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall... das war's von uns. Mein scheiß Handy hat gerade vibriert, vielleicht hat man das gehört. Das war's von uns. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, lasst einen Daumen, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt verspreche Wort den Schwanz im Mund. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt's in die Kommentare. Konstruktive Kritik wird immer gut geachtet von uns. Und ja, dann war's das von uns. Hast du noch was zu sagen? Nee, gut, das war eindeutig. Dann verabschieden wir uns von euch und ciao.